Es ist vorbei für diesen Star. Tillmann Schulz, 34, und Patricia Ionell, 29, gaben heute Abend alles, um die Jury und die Fans von Let's Dance mit ihrer Performance zu begeistern, leider vergebens. In der zweiten Show erhielten sie die wenigsten Anrufe von den Zuschauern und sind somit ausgeschieden. Gemeinsam mit ihnen mussten auch Eva Pattberg, 44, und Paul Lorenz, 37, sowie Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin, 37, zittern, jedoch haben sie knapp die Runde überstanden. Schon vorab zeigte eine Promiflash-Umfrage, dass Tillmann Schulz nicht besonders gut bei den Fans der Tanzshow ankam. Von insgesamt 2384 Teilnehmern stimmten die meisten gegen den Investor, ganze 879 Personen. Während der Show wurde er zudem durch Spitzen gegen Joachim Lambi, 59, noch unbeliebter. Auch der Motivationscoach Bion Katilatu, 39, erhielt viele Stimmen. 700 Leser wünschten sich, dass er ausscheidet. Sein Tango kam jedoch so gut an, dass er nicht einmal zittern musste. Damit folgt Tillmann der Komikerin Maria Clara Groppler, 25, die als erste das Format verlassen musste, sehr zum Bedauern ihres Tanzpartners Michael Tatarkin. Er zeigte sich sichtlich emotional nach ihrem Ausscheiden gegenüber RTL. Vermutlich ist Maria die talentierteste Partnerin, die jemals in der ersten Runde ausgeschieden ist. Ich weiß es noch nicht genau, ich muss mir das nochmal durch den Kotz gehen lassen.